Hallo zur zweiten Übung zu Ionenverbindungen. Im ersten Video hatte ich ja mich beschäftigt mit Dissoziationsgleichungen und nun geht es um die zweite Aufgabe, die öfters mal vorkommt, ist, dass man nämlich die Ladung von Nebengruppen Ionen bestimmen muss. Dazu gehen wir mal kurz auf ein Periodensystem. Und wir erinnern uns, was schon im ersten Video vorkam, nämlich es ist ja so, ich kann die Ladung von Ionen meistens dann recht gut vorhersagen, wenn es Elemente aus den Hauptgruppen sind. Hauptgruppen, das sind ja diese Elemente hier, oben römisch 1, 2 bis 8. Diese Elemente hier, die hier zwischenstehen, da steht meistens ein A dabei. Oder was auch vorkommt, ist, dass die ganzen Elemente durchnummeriert sind, aber hier in diesem unteren Bereich, der da ein bisschen tiefer anfängt, das sind ja die Nebengruppenelemente. Und da sind auch einige wichtige Nebengruppenelemente dabei, die öfters mal auch bei Aufgaben vorkommen. Eisen, Kupfer kommt sehr häufig, Zink, Silber und noch ein paar andere. Und das Doofe bei diesen Nebengruppenelementen ist, dass eben da die Ladung nicht direkt abzulesen ist, wie es hier bei den Hauptgruppen ist. Also zum Beispiel Fluor, siebte Hauptgruppe, es fehlt ein Elektron zu acht, damit es wie das Neon die Elektronenkonfiguration hat. Und dann wissen wir, F ist F minus, also das Fluorion ist F minus. Das kann man hier aber nicht sagen. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, woran das liegt. Und zwar ist es ja so, dass in den Hauptgruppen jeweils die äußerste Schale aufgefüllt wird. Hier die erste, zwei Stück passen rein. In der zweiten Periode habe ich als neue Schale die zweite, da passen acht Elektronen rein. In der dritten Periode kommt die dritte Schale dazu, da passen eigentlich mehr als diese acht, wie die Anzahl der Elemente in der dritten Periode ist. Aber die restlichen 10 Elektronen, die auf der dritten Schale, also insgesamt ja 18, Platz haben, die werden erst hier unten aufgefüllt. Das heißt, die äußerste Schale ist auch wie hier mit bis zu 2 Elektronen erstmal befüllt und dann kommt die vorletzte, in diesem Fall die dritte Schale, wo Elektronen dazukommen. Auf der äußersten sind aber meistens zwei Elektronen beim Calcium. Und die werden halt eher abgegeben, aber nicht immer nur. Generell, man kann es nicht so vorhersagen. Und man kann aber die Ladung aus Verbindungen überlegen. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück auf die Aufgabenstellung hier. Hier habe ich das Ganze schon auch nochmal erklärt. Nehmen wir uns mal auch dieses Beispiel hier vor. Und zwar ist eine Formel vorgegeben, AuCl3, das heißt Aluminiumtrichlorid. Und die Frage ist, wie muss die Ladung sein? Nun ist Au, Gold, ja ein Element in der Nebengruppe, das haben wir hier unten. Na? Ups. So, und da es eben nicht in der Hauptgruppe ist, kann ich also die Ladung nicht vorhersagen, sondern muss sie mir bestimmen. Und das geht eben über die Formel. Und die Formel, die gegeben ist, war ja AuCl3, also Goldtrichlorid. Und die Formel ergibt sich deshalb, weil wir ja wissen, dass die Ladung in so einer Verbindung ja insgesamt null sein muss. Jetzt überlege ich mir mal quasi die Dissoziationsgleichung dazu. Und ich habe ja hier ein Goldatom, beziehungsweise es ist natürlich ein Goldion in dieser Ionenverbindung. Und dann hätte ich quasi ein Au, kann man auch dann weglassen. Und wegen der 3 hier habe ich 3 Chlorion, beziehungsweise Chloridion. So, Chlor ist in der Hauptgruppe. Das heißt, ich kann davon die Ladung bestimmen. Das ist in der Nebengruppe. Und dann kann ich es eben nicht vorhersagen. So, wir gucken kurz nach. Im Prinzip sollte man das ja auch so langsam wissen, was mit Chlor ist. Das ist nämlich
hier in der siebten Hauptgruppe. Und das bedeutet dann, ne, Moment, jetzt komme ich hier durcheinander. So, das bedeutet, Chlor in der siebten Hauptgruppe. Das bedeutet, ich habe sieben Außenelektronen. Und damit es eben den Edelgaszustand erreicht, muss ich ja ein Elektron aufnehmen. Und das bedeutet eine negative Ladung mehr. Das heißt, ich habe Cl minus. So, und dann kann ich dieses Minus hier auch mal ergänzen. So, das bedeutet jetzt, dass ich hier insgesamt, da ich ja dreimal Minus habe, eine Ladung von 3 Minus habe. Ein ganz wichtiger Hinweis, weil er sehr oft falsch gemacht wird. Ihr solltet diese 3 jetzt, die ich hier habe beim Chlor, beim Chlorion oder Chloridion, immer vorne dran schreiben. Also alle Indizes, die gegeben sind, vorne dran schreiben. Die 1 kann man weglassen, weil ist ja sozusagen immer dann vorhanden. Aber immer vorne dran schreiben. Natürlich, manche denken sich, naja, Cl3 und Minus, das ist das gleiche. Das ist aber nicht richtig, weil ich habe dreimal das Cl Minus. Es gibt durchaus Ionen, bei denen mehrere Teilchen zusammen sind, aber dann ist es ein zusammenhängendes Teilchen und das hat dann die Ladung, die da oben steht. Deshalb dreimal von diesem Teilchen inklusive seiner Ladung. So, dreimal Minus. Jetzt muss ja insgesamt als Summe 0 rauskommen. Das heißt, wenn dieses 3 minus irgendwie aufgehoben werden muss, dann müsste das also geschehen durch 3 plus. Da ich nur ein Ion habe, bedeutet das also, dass hier auch 3 plus stehen muss. Ja, also 3 plus und 3 minus zusammen ergeben 0. So, das war mal das erste Beispiel. Gehen wir gleich mal ein weiteres Beispiel an. Ich gehe noch mal auf die Seite hier und suche mir zum Beispiel mal dieses hier aus, Cr2O3. So, das passt da noch unten drunter, denke ich. Das ist Dichromtrioxid und auch hier wieder Vorgehensweise. Erstmal die Dissoziationsgleichung vorbereiten, indem ich mir überlege, wie viele Ionen habe ich von welcher Sorte. Hier Cr2, das bedeutet, ich habe zwei von den Chromionen und O3, das heißt, ich habe drei Sauerstoffionen. So, wieder die Situation. Sauerstoff ist ein Nebengruppenelement. Chrom ist, oh, falsch rum, jetzt habe ich das gerade verwechselt. So, also Sauerstoff ist natürlich ein Hauptgruppenelement und Chrom ein Nebengruppenelement. Wir gucken gerade. Zeige es euch nochmal. Wo haben wir es da? Chrom, wo haben wir es? Da ist es. Da, Chrom in der Nebengruppe. Also, es ist nicht vorhersagbar, was für eine Ladung es hat. Und dann muss ich eben mir das wieder überlegen. So, Sauerstoff ist in der sechsten Hauptgruppe. Auch das sollte man eigentlich nach einiger Zeit können. Sauerstoff, sechste Hauptgruppe. So, und dann weiß ich ja dadurch, ich habe sechs Außenelektronen. Und das bedeutet, es müssen zwei Elektronen aufgenommen werden. Und dann habe ich eben O2 minus. So. Ich denke, es ist ganz sinnvoll, dieses
sich hier wirklich an der Seite erstmal zu überlegen. Das heißt, wie ist die Ladung von einem Ion? Und das, was ich jetzt hier bestimmt habe, diese Ladung, übertrage ich hier. Die ist jetzt zunächst mal absolut unabhängig von dieser 3 hier vorne dran. Die hat mit der 3 gar nichts zu tun. Diese 3 kommt von der Formel hier vorne. Wegen der 3 steht hier diese 3. Dieses O2 minus kommt daher, dass ich eben O habe, Sauerstoff. Sauerstoff ist in der Hauptgruppe und zwar in der sechsten und hat damit 6 Außenelektronen. Das heißt, ich muss 2 Elektronen aufnehmen, um die Oktettregel zu erfüllen. Das heißt, dass 8 Außenelektronen vorhanden sind und dadurch diese Ladung 2 minus. So, und jetzt wieder das gleiche wie oben. Ich überlege mir, wie ist die Ladung, die hier von meinen bekannten Ionen vorgegeben wird. Und das ist in diesem Fall 3 mal 2 minus. Ist also 6 minus. So, jetzt habe ich wieder die gleiche Situation. Die Summe muss 0 sein. Oh, bisschen. Summe muss 0 sein. Das heißt, wie kann ich durch das hier vorne das ausgleichen? Ganz klar, es muss ja insgesamt 6 plus sein. Das bezieht sich aber auf alles zusammen. Hier oben spielte das keine so große Rolle, weil ich ja 1 hatte. Hier muss ich jetzt aber diese 6 plus verteilen. Und zwar verteilen auf diese 2 Chromionen. Das kann man sich natürlich hier gerade überlegen. 2 mal wie viel ergibt 6 plus? Und das ist natürlich 3 plus. Das bedeutet, auch hier haben wir eine Ladung von 3 plus. Das ist bei weitem nicht immer der Fall, jetzt nur bei den Aufgaben zufälligerweise. So, ich wiederhole gerade nochmal die Vorgehensweise, was ihr eigentlich immer machen solltet, und dann seid ihr eigentlich auf der richtigen Seite. Formel aufschreiben, Dissoziationsgleichung beginnen, in dem Sinne, dass man guckt, welche Ionen sind vorhanden und wie viel davon. Deshalb 2Cr, O3, also 3O. Dann überlege ich mir, was ist das Hauptgruppenelement und was ist das Nebengruppenelement. Vom Hauptgruppenelement gucke ich nach, in welcher Hauptgruppe ist es, wie viel Außenelektronen hat es und wie muss ich das Ganze dann so verändern, dass es auf entweder eine volle Schale kommt mit 8 Elektronen oder notfalls, das kann natürlich auch passieren, dass ich mal auf 0 Elektronen kommen will, um dann unten drunter die volle Schale zu haben. Daraus ergibt sich dann die Ladung des Hauptgruppenelement Ions. Ich multipliziere das mit der Anzahl der oder mit der Anzahl dieser Ionen. Hier habe ich 3 mal O2 minus, gibt also insgesamt eine negative Ladung von 6 minus. Und überlege mir, wie gleiche ich das aus? Da ich nur eine Sorte von anderen Ionen habe, muss also der Ausgleich, nämlich zu dem 6 minus, das 6 plus von diesen Ionen hier kommt, von diesen zweien. 6 plus muss es zusammen sein, also da ich zwei Stück habe, also 2 mal 3 plus. Und dadurch ergibt sich die Ladung von den Chromionen von 3 plus. So, das sollte eigentlich immer funktionieren, vor allem wenn man zwei Elemente hat und eins Hauptgruppe, eins Nebengruppe. Für den Fall, dass wir mehr Elemente haben, da habe ich hier eine Aufgabe, zum Beispiel KMnO4, muss man gucken, dass man, wenn man Glück hat, hier zum Beispiel bei dem KMnO4, zwei Elemente hat, die in der Hauptgruppe sind, nämlich das K wie Kalium, erste Hauptgruppe, und O wie Sauerstoff aus der sechsten Hauptgruppe. Das Mn dagegen, Mangan, das ist hier in der Nebengruppe. Aber vom Prinzip her funktioniert es genauso. Ich gucke, was ist die Ladung der mir bekannten Ionen und rechne daraus dann auf die anderen. Hier ist ein Spezialfall, dieses Fe3O4. Wenn man das ausprobiert, dann klappt es nicht so wie bisher.
Man darf aber eigentlich nicht abweichen, in dem Sinne, dass man sagt, ich gebe dem O den Sauerstoff dann eine andere Ladung. Ich sage jetzt die Lösung nicht, die müsst ihr dann mit jemandem mal besprechen. Oder könnt bei mir nachfragen, ob ihr die richtige Lösung habt. So, noch ein kleiner Hinweis, das steht hier auch drin. Und zwar macht man das bei diesen Verbindungen mit Nebengruppenelementen sehr häufig so, dass man sagt, was für eine Ladung das Element hier hat. Also zum Beispiel, das Gold hat ja hier, ups, wo bin ich? Das Gold hat ja hier eine Ladung von 3 plus. Metalle haben ja immer eine positive Ladung, von daher guckt man quasi nur nach dem 3. Und in diesem Fall nennt man diese Verbindung dann hier eben auch Gold-3-Chlorid. Und ich schreibe das Ganze eben mit einer römischen Ziffer hier in Klammern dazu. Es gibt also durchaus auch Gold-2-Verbindungen, vielleicht auch Gold-2-Chlorid. Aber durch dieses Reinschreiben wird das Ganze dann eindeutig, nämlich dass ich eben sage, es ist oder das Gold-Ion hat die Ladung 3. Da muss man auch dann nicht die Formel angeben. Ne? Diese Formel AuCl3 gibt das im Prinzip auch genau vor. Hier verzichtet man auf die Zahlwörter, sagt nur, da ist Gold und da ist Chlor drin und Gold hat eben die Ladung 3. Chlor ergibt sich ja aus der Hauptgruppe. So, und damit hätten wir jetzt ausführlich eigentlich das Ganze besprochen und das sollte jetzt klappen.